Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, dieses Mal mit einem kleinen Spielchen namens All of Our Friends Are Dead. Gehört auch so in die Indie-Szene und ist ein Horrorspiel. Wie ihr seht, ist das so ziemlich oldschool basiert zu diesen alten C64 Zeiten. Ich habe momentan... Ich habe ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, worum es genau in diesem Spiel geht. Aber wir ballern uns irgendwie ein bisschen durch die Gegend. Meine ich. Ja, also mit W ist Springen. S und D ist halt links... A und D ist links und rechts. Und S... ist gar nichts. Mit der Maus zielen wir und schießen wir und mit F5 speichern wir und mit F6 können wir wieder mit F6 können wir wieder ein Spiel laden. Na, so jetzt. So, genau, die müssen wir dann auch nochmal totschießen dann, aber da müssen wir erstmal rüberkommen. Und dazu müssen wir diesen sogenannten Boost Jump benutzen, den wir eben hier vorhin schon gesehen haben. Da muss ich aber jetzt nochmal zurücklaufen. Kostet ja nicht so viel Zeit, ne? So, genau. So, zack. Und jetzt da auch. Ist auf jeden Fall ein lustiges kleines Spielchen. Ist irgendwie, sehr zu empfehlen. Hoppala, scheiße. Vielleicht sollte ich einfach nicht so weit springen. Hahaha. Laufen wir doch einfach nochmal zurück. Was doof ist, er kann nicht schneller laufen. Das ist ein bisschen doof. Es ist aber ein schönes kleines Spielchen. Den Download-Link werde ich dann in die Beschreibung unten reinpacken, damit ihr das auch mal spielen könnt. Es ist ein selbst... Also es ist ein Spiel, was man nicht installieren muss. Das heißt, es ist ein Portable-App, ein selbst enthaltenes Spiel. Hoppala. Heppa. So, heppa. Und, der Anfang des Spiels ist natürlich noch relativ simpel. Aber es wird... Ich hab das Spiel schon öfters gespielt. Es wird noch ziemlich, es wird noch ziemlich aufwendig. Wie jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt hier wieder keine Ahnung habe, wie ich da oben hinkommen soll. Ist hier oben irgendwas, was mir dabei helfen könnte? Nein, ich glaube nicht. Dann machen wir es einmal so. Nein, so wird's nichts. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Spiel geht und ob man das überhaupt komplett durchspielen kann. Nein, das war es nicht. Verdammt, wie kam ich denn nochmal da oben rüber? Wie kommen wir denn nochmal da rüber? Ah, scheiße. Scheißdreck. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man da rüber kam. Verdammte Axt. Okay, laufen wir nochmal zurück. War hier hinten noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Ja, okay. Ich bin jetzt gerade schon wieder etwas stiller, weil ich erstmal jetzt komischerweise erstmal irgendwie wissen muss, wie man da rüberkommt, weil ich habe jetzt wieder irgendwie nicht so wirklich eine Ahnung. Ja, spring einfach mal so rüber und... nein, das war's nicht. Hat es irgendwas hiermit zu tun? Nein. Musste man das kaputt schießen? Ah, natürlich musste man es kaputt schießen. Ach ja, so speichern wir mal. So, wo war jetzt das Viech? Hier war doch eben ein Viech, oder nicht? Hallo? Gehst du jetzt bitte mal nach oben? Gehst du jetzt bitte mal nach oben? Gehst du jetzt einfach bitte mal nach oben? Hallo? Ja. Schön.
Gehen einfach mal dahin. So, ist hier noch irgendwas? Nein, gut, dann gehen wir mal wieder nach da und eins A daneben gesprungen. Ja, Panda-Bärchen ist eben so ein kleiner Vollpfosten. Und hat keine Ahnung vom Leben. Ha, doch, habe ich. Aber muss ich da oben irgendwie hin? Komme ich da oben irgendwie hin? Oh. Na, wo bist du? Wo ist er hin? Da ist er hin. Aber, hallo? Hallöle? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, der wird schon wieder auftauchen. Nein, da sollte ich viel besser nicht hin. Kann ich da unten hin? Ja, da unten kann ich hin. Okay. Falling. Aha, okay. Ja, und das war die erste Staffel, das erste Level, wie man es auch nennen will. Jetzt kommt Level 2 und jetzt wissen wir auch, warum es Falling heißt. Ich speichere nochmal ab. Ich hoffe auch, dass das Speichern funktioniert. Ich weiß nicht, ob man diese kleinen Dinger da wirklich abschießen muss. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, ob man diese kleinen Dinger wirklich abschießen muss. Aber ich mache es einfach mal. Komm, du Alien. Komm, du Alien-Kopf. Bums. Na, komm. Wirst du wohl artig sein und sterben? Nein, nicht selber ins Gesicht schießen. Das tut nur weh. Das macht nur Aua. Ich habe keine Ahnung, warum das Vieh gerade nicht sterben will. Wie viel vertragen diese Viecher denn? Ich muss da lang. Verdammt. Aber es ist gut bei diesem Spiel, dass man da nicht so auf Muni achten muss oder so. Das ist bei diesem Spiel ja nicht, wie man sieht. Na komm. Ist das meine Familie? Oh Gott. War das meine Familie oder bin ich gerade irgendwie total doof? Ich speichere nochmal. Es hat auf jeden Fall was, das Spiel. Es hat so ein bisschen Charme. Es hat so einen charmanten Charakter irgendwie, das Spiel. Und, oh Gott. So, na, wo ist er denn jetzt hin? Da. Oh Gott, den kriege ich noch nie im Leben. So ein Noob, wie ich bin, kriege ich den noch nie im Leben. Außer... Ja! Das hat sowas von alten Arcade-Zeiten. Das finde ich echt cool. Ich mag so klassische Spiele. Das finde ich echt cool, sowas. Dass es sowas auch gibt. Es gibt ja auch ein Remake von Firestart. Okay, ich springe jetzt einfach mal rüber. In Hoffnung, dass keiner kommt. Und speichern. Ich werde nicht. Okay, den habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht gesehen. Okay, ja, das Spiel ist tatsächlich geloadet und auch gesaved. Finde ich sehr schön. Finde ich wirklich schön, dass sowas auch noch tatsächlich gibt. Ich weiß gar nicht, ob man hier die alle tatsächlich umbringen muss oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Du geh weg, Oh, wie viel die Viecher vertragen, ist unglaublich. Oh, den sollte ich mir vielleicht noch zu verknüpfen. Hallo, verpiss dich. Oh, Gott sei Dank. Also ich glaube, das geht so um die Nähe von den Dingern. Oh, wei. Oh Gott. Also das Spiel ist schon so eine kleine Herausforderung. Vor allem für so kleine Noobs wie mich. Ja, ich bezeichne mich immer noch als Noob. Bin ich auch wahrscheinlich, weil... Ficken! Fick dich. Ich bin wirklich so ein Noob, wie man sieht.
Okay, gehen wir jetzt mal hoch. Oh Gott. Und ich vor allen Dingen zerdrücke ich gleich deine Tasten von der Tastatur hier. Hoppala. Ah, sehr schön. Okay, soweit. So gut. Muss ich hoch? Muss ich hoch? Ich muss hoch. So, run, watch the cowards, run, watch the cowards, run. Ja. Also lauf und... Es wird auf jeden Fall... Das Spiel macht auf jeden Fall einen monströsen Bock. So viel ist das euch schon mal gesagt sein. Heppala. Komm, 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 komm. Stirb, stirb, stirb. Warum stirbst du denn nicht? Gut, F6. Es sieht zwar nicht so aus, als ob es laden würde, aber es... Also wenn ihr auf das S6 drückt, dann lädt es tatsächlich. Es sieht zwar nicht so aus, als ob es laden würde, aber es lädt. Ich komm mir gerade ein bisschen leicht verarscht vor, ehrlich gesagt. Wie soll ich denn da hochkommen, wenn da diese scheiß Noobs überall immer sind wieder? Ich glaube, ich sollte wirklich alle 5 Minuten abspeichern. Oh, wie unnormal viel die abkönnen, die Viecher. Nein, 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 nein. Was? Ist nicht dein Ernst, oder? Down, down, down. Das sagt mir down, down, down. Muss ich jetzt wirklich runter? Ich spreche auch vorhin mal lieber. Ich hätte nicht keine Lust irgendwie runter. Down, 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 okay. Down, 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 down. Okay, gut. Na? Hä? Ah. Down, da, down, 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 da, down. Okay. Ich habe jetzt keinen Endboss hier, oder? Ist das ein Endboss? Ich habe doch keine Ahnung. so weit bin ich bei dem Spiel bisher noch. Habe ich bis jetzt bei dem Spiel noch nicht gespielt. Aber dieses Auge ist extremst gruselig und extremst merkwürdig und ich habe nicht so wirklich Lust da lang und nicht bei dem durch das Auge. Das ist irgendwie mir echt zu gruselig. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wo bin ich? Was zum Teufel sind die für Viecher? Hä? Wo bin ich? Speichern. Ah. Wunderbar, Level 3, supi. Okay, kein Level. Ich habe so die Befürchtung, dass ich hier beim Endboss bin. Bei einem Endboss. Ficken! Fick dich! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Okay, ich muss diese Viecher erschießen. Was auch immer das sein soll. Und dann... Genau, ich trau mich gerade hier überhaupt nicht runter.
War's das? Sind wir durch? Sind wir durch? Sind wir durch? War's das? Ah, mon ami, mon amour. Springen wir da nochmal drauf. Hoppala. Hoppala. Was ist denn jetzt? Was ist denn noch kaputt? Das Spiel ist schon irgendwie abgefahren und irgendwie abgefuckt gerade. Es macht aber auf jeden Fall richtig. Es macht aber auf jeden Fall richtig Spaß, es zu spielen. Obwohl das Spiel irgendwie total crazy ist und total krank mit irgendwie komischen großen roten Rubbel-Flubbies, die hier durch die Gegend fliegen. Es macht wirklich Spaß, dieses Spiel. Oh, da ist noch was. Na. Ist das ein Kartikel? Oh! Arschloch. Schon mal sehr lustig. Wo kam die denn her? Ich sollte öfters mal zwischenspeichern. Vor allem nicht auf scharfe Spitzen springen. Kommt nicht so gut auf scharfe Spitzen springen. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ah, okay, die können wir nichts tun, diese roten Bälle. Das ist okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend. So, jetzt speichern. Ich versuche immer zu ducken, aber ich kann mich gar nicht ducken. Ich kann ja gar nicht ducken. Ah, und ich versuche immer zu ducken. Oh! Ich bin vielleicht auch ein Volltrottel. Spring so direkt in die Fackel rein. Sollte man auf jeden Fall nicht tun. Oh. Speichern. Ganz oft speichern. Speichern. Weil speichern ist ja nie verkehrt, ne? Wissen wir ja alle. Ey, das Spiel ist total abgefahren. Und jetzt passiert eine Zeit lang gar nichts. Da steht wieder irgendwas. Ill. Was? Kill the epic? Opic? What the fuck? Ah. Da ist wieder so ein Vieh. Bums, hat's gemacht. So viel zum Thema Kill the Opic, Kill the Vieh. Ja, ist schon. Also wie man sieht, hat man auch begrenzte Leben. Ich bin ein Pro-Gamer. Ich wollte ja nur mal zeigen, dass das Ding auch echt dass das Game auch unendlich Leben hat und so. Und gemeistert, geschafft, herrlich. Jawohl, Skin.
Freier Fall. Hui. Okay, und klatsch und speichern. Und keine Ahnung, ich glaube, ich muss runter. Na? Hui. Oh, ich dachte schon, ich lande auf Spitzen. Hui. Hui. Oh, 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 mon ami. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh, hübsche Frau. Na, wie wär's mit uns beiden? Knickknack, verstehst schon. Okay, hier. Das verstehe ich. Hä? She is not. What? Hä? Wo ist denn hin? Wo ist denn? Wo ist denn hin? Speichern. Vorsichtshalber mal einfach. Die Musik ist ja ekelhaft. Ist die Musik ekelhaft. Ey, da will man ja gar nicht mehr weitermachen. Ich wollte gerade sagen, was seid ihr denn für Lemminge? Aber irgendwie. Nein, lass mich in Ruhe. Verpiss dich! Oh Gott. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich diesen komischen Beamsäulen sicher bin, was aber glaube ich nicht so der Fall ist, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Uppala. Speichern. Einfach mal, so oft es geht, speichern, einfach weil wir es können, einfach weil wir cool sind, weil wir schlau sind, weil das alle Programmer machen. Alle Pro-Gamer speichern ab. Natürlich. Ach, du bist auch schon wieder da, du Drecksvieh. Okay, wo gehen wir hin? Da lang! Huppala! Mein kleines fliegendes Mäuschen, ne? Jippa, so, Simpaluda, so, was ist das? It was as if I slaughtered them down, don't you know, was war nochmal? It was as if I slaughtered them, don't you know? Es ist, als ob ich die geschlachtet hätte? Weißt du nicht? Weißt du es noch? Weißt du es nicht mehr? Also die Level, oder wenn man das Level nennen kann, sind eigentlich relativ kurz. He won't, what? Himself. Around? A? Burning? Diamond. Ja. Richtig. Ganz meiner Meinung. Was? Oh! Wo kommt ihr denn her? Sicher? Nein, ich glaube nicht.
Alter! Ich glaube, ich muss auf das Fieder schießen. Dauerbeschuss. Oh, das ist ja noch mehr. Nein! Nein! Ich war so weit. Nein. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie gerade so einen endlosen Kampf aufnehme. So habe ich dann irgendwie gerade das Gefühl, ich speichere mal kurz. So, der aussichtslose Fight irgendwie so. Was habe ich gerade irgendwie das Gefühl irgendwie? Und okay. Wo kam das Ding denn her? Bums, 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 Bums. Muss ich hier den Tentakel an den Körper schießen oder so? Seiten, das waren zu viele. Ich verstehe das Spiel gerade nicht und ich verstehe auch. Ich will ja nicht sagen, dass er knifflig ist, aber da ich ihn nicht verstehe, den Endgegner. Ah, ich verstehe. Nein! Ah, ich hab's doch verstanden. Ich hab verstanden, wie er geht. Ich hab verstanden, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Ich muss diese komische... Hoppala. Diese komische Schrift da immer zerstören und treffen, was ich aber... Es ist gerade wirklich ein bisschen knifflig. Wirklich. Wegen diesen scheiß roten Bällen, die einen anderen entgegenfliegen. Na, geh da doch jetzt hoch. Manno! Alter! Das regt mich jetzt auf, dass ich so doof bin und den nicht hinkriege. Mann! Also so schwer ist er hier nun wirklich nicht. Er kämpft zwar mit fiesen Mitteln, aber er ist ja nicht schwierig.
Gott, oh Gott, oh Gott, lalalala. Hoch, na, hoch, 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 hoch. Ach du, das war knapp. Das kann sich eigentlich nur noch um ein paar Stunden handeln. Zumal er jetzt auch echt fies wird und irgendwie Dauerfeuer gibt hier jetzt. Alter! Jetzt komm doch wieder mal klar auf dein Leben. Klar auf euer Leben. Man muss es ja echt nicht so übertreiben. Finde ich zumindest. Hallo, 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 Hallöchen! Das war aber jetzt wieder höllisch knapp. Bin gerade mal gucken, wie ich jetzt hier hin muss. Ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite jetzt mal, oder? Könnte ich schwören, dass ich jetzt auf die andere Seite muss. Okay, da oben ist... okay. Gut. Ich weiß zumindest, wo der letzte Punkt ist von ihm. Also es sollte eigentlich jetzt keine große Schwierigkeit mehr darstellen. Weil ich jetzt weiß, wo sein... Oh, das... Alter, den habe ich kaum gesehen. So, zwischendurch mal da drauf. So. So, dann gehen wir mal wieder runter. Ballern die scheiß komischen roten Feuersonnen weg oder was das sein soll. Jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt gehen wir mal hier wieder rüber. Oh! Oh Gott! Jetzt wieder. Hab ich schon getroffen? Das war eigentlich gar nicht so meine Absicht, dass ich jetzt treffen wollte. Oh. Alter, könnt ihr jetzt nicht mal einfach mal sterben, bitte? Doof. Warte mal. Okay. Da will ich nicht, da bin ich wieder sonst in der Klemme. Alter. Ist ja so, zwischen einem guten Lauf kommt ein so ein völliger oder zwei oder drei völlige Scheiß-Noob-Läufe, wo einfach nichts klappt. Kennt ihr das? Ihr habt einen richtig gut, das habe ich auch bei Borderlands heute gehabt. Ich habe bei einem Endboss einen richtig guten Lauf gehabt, wo ich ihn bis auf das Minimalste runtergebettelt hatte. Ich dann leider gestorben bin. Und dann bei den letzten beiden.
Und dann die nächsten beiden Läufe waren so beschissen, dass ich ihn kaum erwischt habe. Kennt ihr sowas? Sowas ist schlimm, oder? Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es eigentlich permanent so, dass ich immer so zwei dämliche... zwei dämliche Läufe dazwischen habe. Alter! Jetzt schieße ich mir selber ins Gesicht, anstatt die Viecher da zu töten. Oh! Runter! Ah, Mann! So. Eigentlich wollte ich ja nur ein Let's Show machen, so knappe 5 Minuten oder so, aber jetzt spiele ich, glaube ich, schon... Oh Gott, wie lange spiele ich denn jetzt schon? Eine halbe Stunde? Stirbt doch alle. Es geht doch. Wenn man blind drauf schießt, geht es auch tot. Ich schieße es einfach mal irgendwie so dahin. Wird schon tot gehen. Yes! Endlich, Baby! Speichern. Speichern, nicht abstürzen. Speichern und nicht abstürzen. Ach, scheiße. Meine externe Festplatte ist in Standby gegangen. Ich spiele das Spiel von meiner externen Festplatte aus und die ist in den Standby-Modus gegangen. Ehe die jetzt wieder hochgefahren ist, dauert es ein paar Minuten. Oder ein paar Sekunden. Alter, die fährt nicht mehr hoch. Jetzt fahr hoch, du scheiß Schallplatte, genau. Schallplatte, vor allen Dingen Schallplatte, du scheiß Festplatte. Hallo? Hallo? Das Spiel geht nicht weiter, solange die Festplatte nicht hochgefahren ist. Hallo? Hallöle? Hallöle? Ich mach mal eben eine Aufnahmepause, bis das Spiel weitergeht. Bis